An einem schönen, warmen Septembertag, Anfang der 90er Jahre, bin ich nach Halle gekommen. Und ich habe mich sofort in diese Stadt verliebt. Ich bin gebürtiger Schleswig-Holsteiner, aber ich habe auch Familie in Sachsen-Anhalt. Und vor allem bin ich aus Neugierde hierher gekommen. Ich wollte damals unbedingt Biologie studieren und hatte Halle als Wunschort bei der Bewerbung angegeben. Warum eigentlich Halle? Die Verbindung aus dem Studium, ein Ort, in dem man klasse rudern kann, und einer geschichtsträchtigen Stadt, das waren für mich genau die drei Gründe, unbedingt hierher kommen zu wollen. In Halle gibt es viele Stadtteile, die baulich wirklich wunderschön sind. Es gibt viele Parks, also grüne Flächen. Es gibt den Fluss, der durch die Stadt fließt. Insgesamt ist Halle eine Stadt mit einer wirklich außergewöhnlich hohen Lebensqualität. Halle ist eine Stadt der kurzen Wege. Halle ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und wenn man will, kann man wirklich alles mit dem Fahrrad machen. Das finde ich selber ganz toll. Ich komme in Halle mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Kulturen zusammen. Und gerade das macht für mich die Stadt so spannend. Über die Jahre, in die ich jetzt hier bin, sind viele, viele Partnerschaften und ganz tiefe Freundschaften entstanden. Und immer dann, wenn ich mal ein Problem habe, weiß ich genau, wen ich anrufen muss. Halle ist ganz vielfältig und ganz bunt. Und es hat Menschen, die man spätestens mit dem zweiten Satz erreicht. Das macht es aus meiner Sicht als Neuankömmling ganz einfach, hier Fuß zu fassen. Mein Name ist Jan Heise. Ich bin Unternehmer und ich lebe seit fast 30 Jahren in Halle an der Saale.